Hallo Leute, ja, wir sind wieder in Voxel-Teiken unterwegs, haben letztes Mal gesagt, dass wir gucken, wo wir noch Kupfer vielleicht verarbeiten können oder sowas. Da müssen wir dann mal schauen, ob es da noch irgendwo eine Stelle gibt. Das machen wir alles in dieser Folge. Ihr schaut das Intro, dann gehen wir aufs Großbild. Ja, das war das Intro, beziehungsweise es ist ja das Logo, da haben wir ja voll verpennt, ne? Aber jetzt müssen wir mal gucken, hier ist auch nichts. Ich glaube, wir sind schon überall gewesen. Ich meine, ich hätte schon alles gesehen. Und nirgendwo wäre Kupfer dabei gewesen. Da oben gibt es Kupferdraht, aber den können wir definitiv ja noch nicht machen. 614.000 musst du da hingeben, ist schrecklich. Die Schließung ist in 43 Tagen, das schaffen wir sowieso nicht mehr. Also brauchen wir da auch nicht mehr eingreifen, das macht keinen Sinn. Wir müssten noch gucken, ob irgendwo anders noch das Kupfer ist. Hier ist das, ist klar, das liefern wir jetzt ordentlich an. Holz geht hier gar nicht, oder wie sehe ich das? 40 im Lager 0. Bringen wir da kein Holz hin? Ach so, das Spiel steht, sehe ich gerade. Pause nehmen wir mal raus, ne? So, dann würde ich sagen, müsste man mal schauen, wird denn Holz angeliefert? Da auf jeden Fall nicht mit, ne? Hier ist Holz zwischen, ne? Oder? Sieht man jetzt gerade schlecht. Machen wir das zu. Ich gehe mal näher ran, dann sehen wir das. Ja, da wird auch Holz angeliefert. Ist ein Mischzug. Okay, das bedeutet, das läuft trotzdem noch. Aber da werden ja wohl LKWs für hinfahren, ne, oder? Hier ist einer, der wartet jetzt auf Ware oder was. Und der fährt aber trotzdem durch, okay, damit kein Stau entsteht und die anderen Sachen geliefert werden, ne? Das Fahrzeug ist jetzt hier schlecht oder was? Ich sehe es gar nicht. Ja, ist halt so. Ich glaube, die LKWs kannst du gar nicht alle untersuchen, so, ne? Dass wir da sehen, was gut und was schlecht ist. Das haben wir schon geklärt. Warte mal, wir fangen da hinten mal gerade an. Da hinten brauchen wir noch was. Bretter, die auch gut laufen, sind schon mal hier. Okay. Ich mach das mal gerade wieder alles zu. Und dann haben wir hier aber noch Eisenbahn, die ist schrecklich. Das heißt, da wird zu wenig angeliefert wahrscheinlich. Die Bretter kommen im LKW dahin. Hier wird Sand geholt. Wird denn hier nicht mit dem Fahrzeug angeliefert? Mit dem Zug angeliefert? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben hier so eine schöne Bahnstrecke und bringen keine Sachen dahin. Das ist aber komisch. Holen nur den Sand da weg oder was? Macht nicht wirklich Sinn, ne? Dann sollten wir hier vielleicht noch mal ein Gleis bauen mit einer Station, ne? Das Lager kriegt dann auch was, das ist okay so. Jetzt müssten wir mal nur schauen, dass wir hier vielleicht zwei machen und das Ganze mal ein bisschen länger. 100 Meter und zweigleisig. Das sieht doch erstmal so gut aus, oder? Und dann würde ich die Schienen hier noch machen wollen. Na, hier war es wieder mal schlecht gelaufen, ne? Kannst das letzte Stück wieder abreißen, weil das nicht klappt mit dem Rübersetzen. Ach so, die Gleise sind da tiefer. Ah, jetzt sehe ich das erst. Ja, dann bedeutet das, dass wir das auch noch mal gerade abreißen. Und auf jeden Fall hier beim Tannenbaum war das was absenken, ne? Und das geht ganz schön darunter, ne? Aber das ist jetzt eine Höhe hier, glaube ich. Naja. Gut, das bedeutet jetzt nochmal die Gleise versuchen.
Aber wo sind die jetzt zu Ende, die Gleise? Ja, vielleicht würde ich mal rotieren versuchen. Geht das? Nee, das geht reinzoomen. Wo ist rotieren? M und N? Nee. I, O? Nee, auch nicht. Wo ist denn rotieren hier, bitte schön? Okay, beide Tasten der Maus halten. Okay, jetzt können wir da das Gleis dran ersetzen, ne? Oder haben wir das? Ja. So, jetzt passt das. Wieder mal so rummachen, bitte. Und dann zoomen wir da mal rein und machen den zweiten Gleisanschluss auch noch da dran, ne? Können wir den so machen hier? Nö. Geht also auch nicht so einfach. Ja, das kann jetzt nicht sein, oder? Jetzt passt's. Dann würde ich sagen, kannst du hier noch das so machen und da auch so machen. Also wieder mit dem Vorwahlsignal wieder gut geklappt, ey. Es muss ein einfaches Signal sein. So passt's, glaube. Ach so, hier wollten wir eigentlich anders rausgehen, ne? Hier wollten wir eigentlich so rum rauskommen und dann darüber und dann da drauf. Geht wohl sogar auch. Okay, die hat sich ganz schön zu quälen da hoch. War vielleicht nicht die tolle Idee, das hier so unterschiedlich hoch zu machen, ne? Okay. Den will ich da weg haben noch. Nee, das war keine gute Idee. Der muss bleiben. Weil sonst können die da ja nicht reinfahren, ne? Gut, okay. Machen wir hier auch noch so ein Signal, glaube ich. Und dann geht das erstmal, oder? Ne, warte mal, da können wir das eine Signal weglassen. Die sollen ja nur auf der Seite da fahren, ne? Genau. Und die fahren auf der Seite. Nochmal Signal. Aber hier kann man auch nichts tun, dass es jetzt so ein bisschen mehr Abschnitte gibt, ne? Ja, nee, das muss so bleiben erst. Okay, ist aber nicht schlimm. Wir haben jetzt erstmal das soweit gut fertig. Und da hinten müssen wir jetzt Eisenbarren hinbringen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir die weg haben, ne? Ja, die werden ja hier produziert, ne? Oder die, nee, da nicht. Das ist Sägewerk, ne? Oder? Das war Sägewerk, ja. Die werden hier produziert, die Eisenbarren. Kommen hier raus. Und müssten dann hier so irgendwie so rum. Müssten wir mal überlegen, wie wir das jetzt noch hinkriegen, ne? Könnten natürlich von hier hinten raus auch, ne, was machen, oder? Ne, geht nicht wirklich. Ja. Reicht das? Für dann eine Brücke? Natürlich nicht. Das heißt, kannst du wieder abreißen hier?
Macht so irgendwie auch gar keinen Sinn. Warte mal, das ist nur Einfahrt und ach so, Ausfahrt ist da, okay. Das würde bedeuten, dass wir, wenn wir da rausfahren wollen, da lang müssen. Und wie kommen wir da rein? Gar nicht, ne? Ja, das ist ja schlecht, ne? Hier sehe ich alles nur LKWs, wo fast nichts drin ist. Das ist auch schlecht, ne? Wie kriegen wir das am gescheitesten hin? Eigentlich gar nicht, oder? Also doch hier lang holen. Ist auch schon wieder verkehrt. Warum geht das jetzt schon wieder nicht mehr? Okay, kannst du also auch vergessen, abreißen. Ja. Ach so, hier, naja, das war jetzt zu viel abgerissen. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, und hier müssen wir jetzt mal gerade das Bäumchen holen und das Land erhöhen. Ja, das ist ja jetzt wieder super schön hier, dass das da so reingeht, ne? Oh, jetzt hat er es auch noch dahin gebaut, du glaubst es nicht. Ja, super. Richtig toll. So ist es jetzt weg. Jetzt passt es, oder was? Nee, das will ich alles gar nicht, ey. Das ist doch so ein Shit hier. Oh. So, jetzt das nicht mehr auswählen. Jetzt wieder das auswählen. Jetzt gerade drehen. So, jetzt haben wir es, glaube ich, hingekriegt, oder? Wahrscheinlich ist das schon wieder zu hoch, zu nah. So sieht's aus. Kannst du wieder das letzte Stück schon abreißen und Brücke bauen. Wieso geht das nicht? Kann doch nicht sein, oder? Warum will das nicht? Ziemlich schwachsinnig, ne? So, jetzt haben wir das geschafft. Er will da immer wieder irgendwie solche Faxen machen, indem er da so durch irgendwelche Löcher immer durchfährt, ne? Jetzt muss ich erst wieder stopfen, damit das funktioniert.
Da hinten ist die Bahnlinie erst, okay. Jetzt wieder den Tannenbaum raus und absenken. Ach so, man kann dann auch einfach so weiterziehen. Aber da habe ich schon nicht mehr genug Geld. Das ist ja auch cool, oder? Wieso haben wir kein Geld mehr? Kosten Brücken so viel? Ja, müssen wir gerade gucken, bis ein paar Züge wiederkommen, oder wie sehe ich das? Die irgendwas abliefern. Aber hier sieht es auch gut aus, ne? Und ich kann auch einen Zug durchfahren. Aber wir sind mit 5000 in der Miese. Schade, ne? Da müssen wir doch mal gucken, dass hier die LKWs voll werden, oder? Also, dieses Tool will ich jetzt mal ausschalten, ne? Was hat der denn geladen? 3 von 5. Okay, wer hat noch geladen? Hier kommen auch Sachen raus. Hier läuft auch was raus. Aber die Produktion stockt irgendwie hier. Warum stockt die? Was fehlt denn hier? Eisenerz kommt. Fehlt die Kohle hier? Kann das sein? Ne, Kohle ist hier. Aber hier geht keine Kohle rein, nur ganz selten. Das heißt, hier wird keine Kohle angeliefert mehr, oder was? Doch, da kommt er doch gerade. Die Kohle kam von hier, ne, oder? Ja. Ist jetzt nicht das meiste dann, ne? Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir könnten jetzt hier diese Bahnlinie vielleicht weiter schaffen. Ich sehe jetzt gerade nicht so viel. Okay, das ist die Höhe. Aber wir müssen da oben. Nee, doch, wir müssen hier oben bleiben. Hier ist die Kante. Wieder irgendwo hat er. Okay. So, jetzt lass uns dann noch mal die Erdbewegung hier machen, die dann hier sind. Oh, jetzt reicht's Geld gerade, gut. Und jetzt das Gleis noch weiter vorantreiben. Also hier müssen wir sowieso runter. Schaffen wir aber gerade nicht. So, und dann geht es da sowieso gerade nicht so toll, ne? Das heißt, wir müssen da wieder irgendwie was runter machen noch. Dieses Absenken, ne? Geht nicht vom Geld her. Ja, jetzt haben wir noch nicht mal die 475. Jetzt ist ein bisschen mehr. Oh, das kostet ja richtig Asche, das abzusenken, ne? Okay. So, ich glaube, das könnte reichen vielleicht, oder? Gleise hier jetzt rüberlegen. Passt schon mal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das hier finanziell noch klappt. Da kommt gerade einer vorbei, der uns das nächste Geld hoffentlich bringt.
Komm schon, einer muss jetzt hier noch abliefern. Zweitausendzwei. Jetzt kann der da nicht anschließen oder was? Das ist doch nicht wahr, oder? Da reicht's Geld jetzt gerade nicht, okay. Aber der Anschluss geht jetzt, oder? Ja, da ist es. So, da kann jetzt auf jeden Fall ein Zug lang fahren, schon mal. Und der fährt da lang und kommt hier lang. Das heißt, hin geht und zurück. Da rein geht noch nicht, ne? Einfahrt ist hier. Das würde bedeuten, man müsste jetzt hier runterkommen. Das würde gehen. Und das müsste jetzt auch noch gehen, wenn das Geld da ist. 7.750, nicht genug Geld. Komm schon jetzt hier. Ein paar Züge, die jetzt mal ein bisschen was an Geld verdienen. Er fährt durch den Tunnel. 7.750, 7.900, jetzt geht's. So, und jetzt Signale. Passt erstmal. Und das ist auch so. Machen wir hier zwischen noch eins. Und dann hier hinten irgendwo noch eins. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Eigentlich schon, ne? Das machen wir so, aber das müssen wir. Okay, jetzt war es gerade da. Und jetzt werden wir dieses Signal wegreißen. Weil dann können die da auch rausfahren. Oder wäre das egal gewesen, weiß ich nicht. Sehen wir dann, ne? Gut. So, jetzt sind wir wieder in der richtigen Richtung. Wir müssen dann einen Zug nächstes Mal zusammenkriegen. Dafür reicht das Geld aber nicht. Das müssen wir nochmal zusammensparen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.